Dann habe ich ein paar von meinen Raketen über ihre Köpfe gefeuert. Sie sollten denken, ich kann nicht zielen. Aber dann die letzte Rakete. Boom! Sie waren überrascht, dachten, es wäre ein Zufall. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Zufall. Entschuldigen Sie, der Junge, der da sitzt, will ein Held werden. Große Taten vollbringen. Er kann Ihnen zuhören und lernen, wie man wie eine Großmutter fliegt, oder? Er hört mir zu und lernt, wie man das Letzte rausholt. Das Letzte, was man bei Ihnen rausgeholt hat, Maniac, ist Ihr Verstand. Aber er hat eine lange Abschlussliste, Sir. Mhm. Maniac ist ein verdammter Glückspilz. So einen gibt's auf jedem Schiff, aber immer nur einen. Wer sich nur auf sein Glück verlässt, der wird nicht alt, das versichere ich Ihnen. Sie können wählen. Entweder Sie fliegen übervorsichtig, werden so alt wie jemand, den wir kennen, und bekommen eine schöne goldene Uhr. Oder Sie fliegen mit etwas Mut und etwas Stil und machen sich einen Namen. Das ist die Frage. Die Frage ist folgende, Cat Scratch. Wollen Sie Ihren Namen auf einer goldenen Uhr oder auf einem Sarg lesen? Essen Sie das noch? Nein. Wirklich nicht? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Sir, das hier werden Sie sicher sehr interessant finden. Guten Tag, Colonel. Wir hier vom Zirze-System wissen Ihre Bemühungen wirklich sehr zu schätzen. Wir tun nur unsere Pflicht. Ich werde Ihren Dank weitergeben. Ich glaube, wir haben da etwas für Sie. Während des Kirathi-Krieges bauten wir umfangreiche Abhöranlagen entlang den Grenzen unseres Systems. Leider hat uns der Bürgerkrieg sehr beschäftigt, deshalb hatten wir keine Zeit, die gesammelten Daten auszuwerten. Das meiste ist archiviert worden. Für uns war die Dechiffrierung der Nachrichten nicht weiter interessant, aber vielleicht finden Sie was, das Sie brauchen können. Es ist ein massiver Datenstrom. Ich hoffe, Sie haben genug Kapazität. Na klar doch. Es kann losgehen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Gern. Dass wir eine andere Aufgabe erledigen. Wir haben höchstwahrscheinlich die Hauptnachschubroute des Feindes entdeckt. Da die Regierung von Zirze im Augenblick eine neue Offensive plant, wäre es am besten, wenn Sie die Zerstörung dieser Nachschubroute übernehmen könnten. Sehen Sie selbst. Mitten durch den Nebel? Deshalb konnten wir Sie auch erst jetzt entdecken. Sie haben auf diesem Weg regelmäßig Konvois durchgeschickt. Es wird Zeit, das zu stoppen. Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, Colonel. Oh, da ist noch etwas. Wir empfangen mehrere seltsame Rotverschiebungssignale von einem Satelliten, der den 6. Planeten umkreist. Es wäre schön, wenn Sie den Satelliten einsammeln könnten. Wir wollen ihn uns ansehen. Viel Glück. Wer will diesen Satelliten holen? Ich melde mich freiwillig, Sir. Sonst noch irgendjemand? In Ordnung, Cat Scratch. Übernehmen Sie die Mission. An die Arbeit.
Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Super Schuster. Nach Hause. Feindziel zerstört. Sir? Sir, Cat Scratch hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was meinen Sie, Colonel? Brechen wir die ursprüngliche Mission ab? Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Wenn ihr Jungs ein paar von denen unschädlich macht, kann ich aussteigen. Colonel, wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückkriegen. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Gleich bist du tot. Weitere Nachrichten. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was meinen Sie, Colonel? Brechen wir die ursprüngliche Mission ab? Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Wenn ihr Jungs ein paar von denen unschädlich macht, kann ich aussteigen. Colonel, wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückkriegen. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Okay, ein Schiff mit Traktorstrahl ist gleich unterwegs, um die Kapsel zu holen, Sir. Bewachen Sie sie, bis das Schiff dort ist. Ja.
Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Sie können landen, Sir, und vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde Ihnen ewig danken. Hey, ich muss mit dir reden. Komm endlich her, was habe ich gesagt? Was ich... Nein, was genau sagte ich dir, als du... Es tut mir sehr leid, Sir. Ich möchte wissen, wie Sie in diese Zwangslage geraten konnten. Das sollte nur ein Routineflug werden. Ich hab's gut gemeint. Ich hab die Raketen abgefeuert, genau wie es mir Maniac sagte, aber... Plötzlich ist dann alles schiefgelaufen, Sir. Ich hätte es wissen müssen. Wenn ich nochmal höre, dass Sie solche Ratschläge erteilen, male ich Ihnen eine Zielscheibe auf den Rücken und erkläre die Schonzeit für beendet. Ich sagte nie, dass er das tun soll. Das ist alles ein Irrtum. Und weil wir schon mal dabei sind. Panther wird bald das Skalpell ansetzen, wenn Sie Ihre Hormone nicht zügeln können. Hören Sie... Ich gebe Ihnen einen Rat. Reißen Sie sich am Riemen. Die Grenzwäldler können nämlich Angeber überhaupt nicht ausstehen. Darüber reden wir noch, Freundchen. Sind Ihnen die Auswirkungen klar? Ihre Dummheit hat uns viel gekostet. Es tut mir sehr leid, Sir. Wir brauchen jeden Piloten, deshalb streiche ich Sie nicht von der Flugliste. Sie fliegen nur noch unter Aufsicht. Für den Rest des Jahrzehnts. Hey, gute Neuigkeiten, Junge. Sehr schön, die kann ich brauchen. Ihre Kilrathi-Freunde halfen mir bei der Tarnvorrichtung. Funktioniert sie? Ja, sie haben mir gezeigt, wie man mehr Saft aus dem Kristall rausholt. Das Problem ist, dass ich nur noch einen Kristall habe. Mit einem Flügelmann wird's also nichts. Neben jemanden zu fliegen, der nicht getarnt ist, ist wohl ziemlich sinnlos. Der Kristall wird früher oder später verbraucht sein. Hoffentlich später. Wir sollten uns die Minen unter den Nagel reißen, aus denen das Zeug kommt. Dummerweise liegen sie im konföderierten Gebiet. Eine Frage. Wollen Sie damit fliegen? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Nein, es tut mir leid. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es genügend lange hält und auch noch ohne Begleitung eines Flügelmanns, ist es zu riskant. Ist das der Dank für meine harte Arbeit? Stunden. 46? Bei mir sind es nur 20. Was? Ohne Schlaf. Nein, ich spreche davon, wie lange Captain Eisen bereits weg ist. Er hat noch keine Nachricht geschickt. Leider nicht. Ich hoffe, er schafft's. Ja, das hoffe ich unseretwegen auch. Leider habe ich das Gefühl, dass die Daten nicht ausreichen. Das ist zu befürchten. Ich bin mir sicher, dass er die Sache durchboxen wird. Ja? Was, wenn er sich an die falschen Männer wendet? Was meinen Sie? Was wohl?
Die Konföderierten sind viel mächtiger, als wir uns das im Entferntesten vorstellen können. Der verfluchte Seether und seine Helfer können auf unglaubliche Ressourcen zurückgreifen. Ja, Söldner, Piraten, Konföderiertenschiffe, unsere Schiffe. Auf diese Schiffe ohne Abzeichen. Ja. Und viele der Konföderierten bekommen den Missbrauch gar nicht mit. Und wir wehren uns und sind dann die Bösewichte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir uns so verhalten, dann können wir den Kriegsausbruch nicht verhindern. Die Ratsabstimmung ist in 5 Tagen. Und Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vorgeht. Na gut, sagen Sie mir, was wir unternehmen können. Es gibt immer Hoffnung. Wir können nur hoffen, dass Eisen seine Freunde überzeugen kann. Kommt rein. Kann. Lassen Sie hören. Ich übermittelte dem Admiral, was während der letzten Mission passiert ist. Er war ziemlich ungehalten, weil die Nachschubroute nicht unterbrochen wurde. Das ist natürlich nicht so gut. Auf diese Weise ist es schwierig, die Feinde zu besiegen. Auf Zirze 5 befindet sich eine unterirdische Kommandozentrale des Feindes. Der Admiral hat gemeint, wenn Sie wollen, können Sie mit Decker und seinen Männern einen Präzisionsangriff auf die Zentrale starten. Ich kenne die Pläne. Wenn Sie uns hinbringen, haben wir in ein paar Minuten eine Implosionsladung, die alles zerstört, angebracht. Aber hinter den feindlichen Linien können wir kein Shuttle einsetzen. Wenn wir nur unsichtbar fliegen könnten. Wir könnten die Einschleusungskapseln benutzen. Der Admiral hat gesagt, eine andere Truppe könnte diese Mission auch ausführen. Deshalb überlässt er Ihnen die Entscheidung, wo die Intrepid am meisten gebraucht wird. Er will nur bald informiert werden, Sir. Nachschub unterbrechen. Also, ich fange nichts an, das ich nicht zu Ende führen kann. Bestimmt nützen wir der Offensive mehr, wenn wir die Nachschubroute unterbrechen. An die Arbeit. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Thank you.
Status? Bisher keine Probleme, Sir. Feindziel zerstört! Colonel, ich habe eine wichtige Nachricht. Ein ungewöhnliches Konföderiertenschiff befindet sich ganz in Ihrer Nähe. An Bord dieses Schiffes ist eine Ladung, die uns großen Schaden zufügen könnte. Es ist notwendig, dass Sie dieses Schiff aufhalten und übernehmen. Ich wiederhole, halten Sie es auf. Zerstören Sie es nicht. Wir wollen unbedingt wissen, was auf dem Schiff ist. Sie bekommen den neuen Navigationspunkt. Wir schicken Decker und seine Männer zu Ihnen. Ach ja, die Daten aus Circe enthalten konföderierte Freund-Feind-Codes. Soll ich sie Ihnen jetzt zusenden, Sir? Hört sich gut an, Sosa. Schicken Sie die Freund-Feind-Codes. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Durchgefallen. Sterben ihr Halbmenschen. Der Status? Bisher keine Probleme, Sir. Wir sind drin. Halten Sie mir den Feind vom Leib, während ich arbeite. Alles unter Kontrolle. Sieht aus, als hätten wir was ganz Besonderes erwischt, Boss. Mission abgeschlossen. Ich bitte um Landeerlaubnis. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Wir schicken Piloten, sie holen alles aus dem Großkampfschiff. Sie können landen. Was zum Teufel ist das? Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist nicht hochgegangen. Muss einen separaten Zünder. Das Ding ist eine wahre Schönheit. Ja. Am liebsten würde ich das Baby nur zum Ansehen hier behalten. Ich glaube nicht, dass wir den Flieger jetzt schon ins Museum stellen sollten. Ja, wäre schade drum. Was ist das? Das weiß ich noch nicht.
Aber sehen Sie sich das mal an. Oh. Endlich kann ich mal an das Interessante rumbasteln. Keine Angst, ich werde aus den Babys nichts ausbauen. Die Einlassöffnungen. Das Triebwerk des Fliegers ist Wahnsinn. Materie, Antimaterie. Genau wie bei einem Großkampfschiff. Wissen Sie, was das heißt? Kein Treibstoff für den Nachbrenner. Der Saft kommt direkt aus dem Triebwerk. Ja, so ist's. Dadurch wird zwar etwas Energie von den Geschützen und Schilden abgezogen, aber während der kurzen Nachbrennerstöße geht's dafür umso schneller. Da wird sogar mir ganz schwindelig. Wenn Sie wollen. Und dann mache ich Ihnen einen Flug bereit, in 0,6. Wäre was Nettes für Ihren nächsten Einsatz. Könnte sein, dass mich dann die falsche Seite abschießt. Ja. Aber für so ein Baby kann man schon mal ein Risiko eingehen. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Sie könnten eine tödliche Falle sein. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Na gut, überredet. Los an die Arbeit. Ja, mit Vergnügen. Eine SOS-Drohne wurde gerade geborgen. Wenn Sie das hören, ist es vielleicht noch nicht zu spät. Schiffe ohne Abzeichen attackieren uns. Viele von uns sind schon tot. Wir wissen, dass Planet FT-957 weit von anderen Kolonien entfernt ist. Aber wenn Sie ein Herz haben, bitte schicken Sie uns sofort Unterstützung. Sonst wird unsere Welt untergehen. Funktioniert dieses Ding überhaupt? Ich habe den Admiral dran. Im Telamon-System muss was Schreckliches passiert sein. Wir wissen nicht was. Ihr Schiff ist einem Jump-Point, der zu diesem System führt, am nächsten. Telamon ist so neu besiedelt, dass die Planeten noch keine Namen, sondern ihre Entdeckungsnummern haben. Dieses System gehört zu den Grenzwelten. Und deshalb kann es auch mit unserer Hilfe rechnen. Wenn es dort einen Brand zu löschen gibt, sind wir zur Stelle. Kurs auf Telamon. Haben Sie irgendwas von Captain Eisen gehört? Nein, leider nicht. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas erfahre. Maniac, Konzentration bitte. Na klar. Wir fliegen in ein schwarzes Loch. Diesmal werden wir nicht mit Störsendern wie in Peloys zu tun haben, sondern mit einem Informationsvakuum. FT-957 hat ein Notsignal ausgesandt. Wir wissen nicht warum. Wir säubern das Gebiet vom Feind und erkunden die Situation. Sie wollen mich und die Jungs auf dem Planeten absetzen? Ja, aber nicht nur das. Ich werde mit euch mitkommen. Was? Sie haben diese Frau nicht gesehen. Da unten ist etwas Furchtbares geschehen. Ich will es aus nächster Nähe untersuchen. Zwei Flügelmänner eskortieren Deckers Shuttle und kehren zurück, sobald wir im Landeanflug sind. Alles klar? Dann nichts mehr los. An die Arbeit. Schon gut. Die Banshees eignen sich für jeden Einsatz. Mit denen kann man fast nichts falsch machen, es sei denn, man will damit ein Großkampfschiff ausschalten. Thank you.
Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Was ist das? Das hat uns noch gefehlt. Ein feindlicher Flieger. Holt eure Waffen. Lieber sterbe ich im Kampf als in Gefangenschaft. Keinen Schritt weiter. Ganz ruhig. Wir gehören zur Grenzweltenunion und zu Vize-Admiral Wilford. Wir sind hier, weil sie SOS funkten. Der Flieger beweist, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Die Männer, die uns das angetan haben, die benutzten solche Dinge. Hey, wir haben die Maschine erbeutet, ihr Idioten. Seht euch meine Abzeichen an. Ach, was soll's, ihr kommt sowieso viel zu spät, Jungs. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Die meisten haben das Bombardement nicht überlebt. Bombardement? Aber hier steht doch noch alles. Auch der Flughafen sieht funktionstüchtig aus. Die Angreifer jagten nichts in die Luft. Sie hatten Biowaffen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wieso haben Sie überlebt? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Was steckt dahinter? Das kann kein Zufall sein. Die Männer und Frauen, die tot oder erkrankt sind, haben den ähnlichen Körperfettanteil, die ähnliche Knochenstruktur, Spermien und Ovazahl. Das sind alles genetisch bestimmte Dinge. Was wissen Sie über Nanotechnologie und Biokonvergenz? Biokonvergenz? Ich weiß so gut wie nichts über diese neue Entwicklung. Nun, ich glaube, die Angreifer verteilten selbstreplizierende Nanobots in der Atmosphäre, und zwar Millionen. Nanobots? Ja. Stellen Sie sich Computer vor, so klein wie Atome. Sie dringen in den Körper ein. Sie machen einen Genvergleich in der DNS-Kette und gefällt Ihnen nicht, was Sie finden? Greifen Sie die RNS an. Die Zellen vermehren sich nicht mehr und töten sich gegenseitig. Ich zeige es Ihnen. Der Körper wird dadurch zu einem Schlachtfeld. Innerhalb weniger Stunden sieht man so aus. Und wieso sehen wir dann nicht auch so aus? Danken Sie Ihren Eltern dafür. Die Nanobots sind programmiert. Sie suchen nach bestimmten genetischen Charakteristika. Niedriger Körperfettanteil, gutes Sehvermögen. Man kann in die Nanobots einprogrammieren, was man will. Und so tödlich in die DNS-Kette eingreifen. Man kann zum Beispiel alle dünnen Leute ausrotten. Oder alle, die unter Eisenmangel leiden. Man muss nur den Code verändern. Sie kamen aus dem Nichts, die namenlosen Schiffe, warfen solche Behälter ab.
Wie viele Männer und Frauen hat's erwischt? Ich würde sagen, 90%. Das ist ein Geisterplanet geworden. Ich habe sowas im letzten Krieg gesehen. Wenn der Rest von denen nicht bald rausgeflogen wird, bringen sie sich um. Admiral Wilford wird Maßnahmen ergreifen, sobald der Bericht vorliegt. Ich frage mich, was für Maßnahmen der Admiral ergreifen soll, wenn ich mir das so ansehe. Nur gut, dass die Kilrassi sowas noch nicht hatten. Colonel, danke. Ich würde gern für jeden auf dem Planeten eine Kerze anzünden. Ich glaube nicht, dass der Raum hier so viele Kerzen fassen kann. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe während der vielen Jahre, die der Kilrathi-Krieg dauerte, nie so etwas Schreckliches gehört. Präzisionsmord an unschuldigen Leuten. Die falsche DNS-Kette und man ist zum Tode verurteilt. Es ist teuflisch. Anders kann man es nicht nennen. Ob ich jetzt wohl tot wäre, wenn ich mit Ihnen hingeflogen wäre? Wer würde dann eine Kerze für mich anzünden? Wo ist Sosa? Und was soll das werden? Ich bin ein Pilot. Ich sehe keinen Steuerknüppel. Diese Nachricht kam vor ein paar Minuten und... Und plötzlich passten mehrere Faktoren zusammen. Das hätten wir schon während der Probleme im Peloy-System erkennen müssen. Wir wurden stutzig und als sie die Position meldeten, an der sie neulich die Jäger ohne Abzeichen einkassierten, war klar, dass wir diese Zone nochmal untersuchen mussten. Anhand unserer Berechnungen fanden wir bald heraus, dass das Axios-System dabei eine zentrale Rolle spielt. Da war ich schon mal. Es gibt nichts in Axios. Natürlich ist da noch viel Spekulation dabei. Mit dieser Übertragung senden wir Ihnen alles, was wir über Axios wissen. Es ist wild und unbewohnt. Nur Wüstenplaneten. Der perfekte Ort, um große Streitkräfte zu verstecken. Man hat uns berichtet, dass sich momentan ein riesiges Großkampfschiff im Axios-System befindet. Viel Glück bei der Suche. Glauben Sie mir, die Suche ist sinnlos. Aber wenn Sie etwas Zeit totschlagen wollen, können wir gerne dorthin fliegen. Das gefällt mir nicht. Wir fliegen zum Nachbarsystem von Axios. Ja, Sir. Wir fliegen erst in das Axios-System, nachdem ich mich dort umgesehen habe. Hören Sie zu. Wir werden außerhalb von Axios warten. Der Grund ist, dass ich nicht das ganze Schiff riskieren will. Es macht mich nervös, was ich über die Planeten weiß. Lieutenant, was sagen Wilfords Daten?
Die Planeten sind unbewohnbar. Die Truppen müssten im Weltraum stationiert sein. Es fliegen Kometen und anderer Raumschrott durch das System. Das bedeutet, dass sie große Mobilität haben müssen. Wir könnten doch mit den neuen Jägern einfach losballern und sie überraschen. Ohne zu wissen, auf wen oder was wir stoßen. Typische Marine-Taktik. Ich bin auch Hawks Meinung. Aufklärung fliegen. Das sollten wir zuerst tun. In Ordnung, schon gut. Deshalb brauche ich zwei Flügelmänner, die mich zum Jump-Point in das System begleiten. Dort kehren sie um und ich fliege allein weiter. Wenn ich allein in einem ihrer Schiffe ohne Abzeichen fliege, errege ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Sie wissen, was mit gefangenen Spionen gemacht wird, Colonel. Ja. Das Risiko muss ich eingehen. Los, gehen wir. Wenn du mich nochmal so dumm anredest, dann passiert was. Das regeln wir draußen. Verhandeln. Lösen und feuern. Ich ziehe los. Ein Ziel zerstört. Viel Glück. Warten Sie, Sir. Bevor Sie springen, gebe ich Ihnen die Koordinaten der Basis, die wir in der Umlaufbahn des zweiten Axios-Planeten entdeckten. Wir konnten sie gerade durch den Jump-Point orten. Eins ist sicher, dieses Ding ist viel zu groß. Sie können es nicht ohne Hilfe ausschalten. Wir schlagen vor, dass Sie sich voranschleichen, auf keinen Fall das Feuer eröffnen und dort landen. Viel Glück, Colonel. Identifikationsalgorithmus für Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis. Ich komme allein zurecht. Macht euch einen schönen Abend. Bis später.
Deutschland die Meister durch die Hand erleben. Haben Sie alles eingeordnet? Ja, natürlich. Aber ein weitsichtiger Mann, ein Genie, unser Wohltäter, ein uns Gleicher fand uns, schützte uns und gab uns die Mittel, unseren rechtmäßigen Posten als naturbestimmte Herren des Universums einzunehmen. Unsere Operation im Telamon-System ist erfolgreich verlaufen. Ich gratuliere allen, die daran beteiligt waren. Zum Abschluss ergreift unser oberster Befehlshaber das Wort. Ja! Ich bin hier, meine Freunde, um mich für eure großartige Mithilfe zu bedanken. Ihr, die Black Lance-Leute, werdet ganz oben stehen, denn ihr seid die Verteidiger der Menschheit. Diverse Feinde der Konföderation haben bereits mit euch Bekanntschaft gemacht. Sie wissen ganz genau, wozu ihr fähig seid, verehrte Kameraden. Schon bald ist es soweit. Alle konföderierten Staaten werden von eurer Existenz erfahren. Und ihr werdet endlich den Lohn erhalten, den ihr euch mehr als verdient habt. Ja! Ein Mann hat einen besonders hohen Ruhmesanteil verdient, euer großartiger Kommandeur. Der Mann ist ein ideales Beispiel dafür, was unser genetisches Menschheitsoptimierungsprogramm in Zukunft ermöglichen wird. Ja! Werden überleben. Das war schon immer das Gesetz der Natur. Die Schwächeren der Lebewesen sind vom Aussterben bedroht. Ihr wisst, dass es noch gar nicht allzu lange her ist. Da hätte man unsere Rasse beinahe ausgerottet. Die Wahrheit ist, dass unser Sieg über die Kilrathi leider kein reiner Verdienst unserer menschlichen Überlegenheit war. Es war ein Glücksfall. Wir hatten einen Zeitvorsprung, das war alles. Eines Tages werden wir einem viel schlimmeren Feind als den Kilrathi gegenüberstehen. Und es ist unsere Pflicht, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen dann stark sein. Und wir müssen wachsam sein. Ja! Auch wenn das bedeutet, dass wir gewisse Elemente unserer Gesellschaft eliminieren müssen. Wir sind wohl gezwungen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dank der hochentwickelten Genselektion haben wir auch das geeignete Werkzeug dafür. Wir haben es getestet und wir werden es natürlich anwenden. Ja! Ihr wisst alle, dass die widerspenstigen Grenzwelten jetzt die neuen Feinde von uns sind. Sie sind Abtrünnige. Sie sind eine Bedrohung für unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Menschlichkeit. Niemand von uns ist frei von Pflichten. Ich stelle mich meiner. Ich sorge dafür, dass der große Rat Schritte unternimmt, die uns von dieser Plage befreien werden. Wenn der Moment gekommen ist, meine verehrten Kameraden, verlasse ich mich auf euch und eure Kampffähigkeit. Danke. Ja!
habe sie doch von Tier 7 gerettet. Gerettet, damit ich eine Gefangene werden konnte. Und jetzt zwingen Sie mich zu etwas... Ich weiß, wer Sie sind. Sie werden Sie töten. Nein, mein Flieger ist startklar. Wir können es schaffen. Nein, nein, kommen Sie lieber mit mir. Sie müssen das veröffentlichen. Na los, gehen Sie endlich. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu den Truppen der Grenzwelten übergelaufen. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Willkommen zu Hause. Muss ich keine Kerze für Sie anzünden? Unser Radar zeigt ein Großkampfschiff, das den Axios-Quadranten, in dem Sie waren, verlässt. Sie können landen. Botschaft für Sie, Admiral.
Admiral. Schlechte Nachrichten. Es gab ein Sicherheitsproblem. Ich nehme an, es ist wieder dieser penetrante Colonel. Ja, er ist ein würdiger Gegenspieler. Das Herz des Tigers, so haben ihn die Kilrathi genannt. Wo sind sie jetzt? Hier, ich bitte um Landeerlaubnis. Er ist bestimmt wieder auf seinem Schiff und plant uns zu verfolgen. Was sonst? Die Bemühungen des Colonels sind nicht mehr relevant. Ich habe eine Besprechung mit dem Rat. Eine längst überfällige Beförderung erwartet mich. Soll er doch weiter versuchen, uns zu fangen. Und? Was gibt's Neues? Talvin. Er war es die ganze Zeit. Dieses Schwein. Ich hatte ihn in Verdacht. Sie hätten ihm eine Kugel in den Kopf jagen sollen. Hey, Junge! Ich hab doch in dem Schiff so ein komisches Ding gefunden. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Zu diesem Zeitpunkt sollte man vom Unmöglichen ausgehen. Das Baby hat eine ganze Menge drauf. Man kann damit ein Großkampfschiff, ein Haus, vielleicht sogar eine ganze Station hochgehen lassen. Aber es kommt noch viel besser. Es funktioniert von innen nach außen. Hört sich irre an, oder? Nicht für mich. Ich kenne ihre Wirkung. Sie heißen Flashpacks. Wann haben... Wie viele haben wir davon? Nur die eine. Aber ich könnte in der Woche ein paar basteln. Wir haben keine Woche Zeit. Es heißt Vesuvius. Gegen ihre Manövrierbarkeit und Beschleunigung haben wir keine Chance. Das stimmt. Ich habe die Konstruktionspläne gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie es so schnell fertig kriegen. Es nimmt Kurs auf den üblichen Jump Point im Solarsystem. Ein so großes Schiff hat keine Wahl. Aber ein Schiff unserer Größe hat andere Möglichkeiten. Wir kürzen den Weg durch das Ella-Sternsystem ab und quetschen uns durch diesen Jump Point. Womit Talvin niemals rechnen wird. Weil in dem System eine konföderierten Superbasis ist. Ja, so ist es. Unsere Verletzung des Luftraums wird für Wirbel sorgen. Das Schlimme ist, dass Ella dicht bevölkert ist. Also starten wir einen Präventivschlag. Flyers hat uns von der Scheibe erzählt. Das Flashback? Dann werden wir Tausende von Zivilisten töten. Die Superbasis ist nicht vom Rest des Systems isoliert. Wir können den Krieg nur verhindern und Millionen von Leben retten, wenn wir Talvin gefangen nehmen. Ich schlage vor, dass wir die Superbasis zu einem Kampf im All provozieren. Gegen ihre Streitkraft werden wir niemals ankommen. Na gut, es wird ein harter Kampf. Aber das Flashback einzusetzen und absichtlich Zivilisten zu töten, ist moralisch nicht vertretbar. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Hawk hat recht. Wir sind im Krieg. Panther hat recht. Wir dürfen keine Zivilisten töten. Das Flashback wird auf keinen Fall eingesetzt. Wir versuchen, sie abzuhängen. Vorschlag unannehmbar. So etwas ich kann moralisch... es nicht akzeptieren. Wenn Krieg ich ist, bitte dann... Sie, es reicht jetzt. Dies wird die schwierigste Mission, die wir je vor uns hatten. Wir begleiten die Intrepid zu diesem Jump Point.
Das heißt, dass wir an der Superbasis vorbei müssen. Wenn sie uns verfolgen, und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten, werden wir alles brauchen, was wir haben, um sie zu besiegen. Es gibt noch einen anderen Weg, unschuldige Zivilisten zu töten, doch das ist nicht akzeptabel. Wir können es schaffen, Leute. Vielleicht verhindern wir damit einen Krieg. Alles klar, los geht's. Komm mit. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Feindziel zerstört!
Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kill... Verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Mein Ziel zerstört. Ziel vollkommen zerstört. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Mein Ziel zerstört. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Du kommst im Sarg nach Hause. Du bist erledigt, Drecksack! Ja, Sir. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Ich steige aus. Schadensmeldung geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Schäden zu melden. Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Thank you.
weitere Nachrichten. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Die Tachyonenkanone ist eine von meinen Lieblingswaffen. Richtet riesigen Schaden an. Zu gehen. Du Abschaum der Grenzfeste. Nein! Ziel vollkommen zerstört. Das Schiff explodiert gerade. Feindziel zerstört. Feindziel zerstört. Weitere Nachrichten. Heute stand. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir.
angreifen. Ja, Sir. Weitere Nachrichten. Weitere Nachrichten. Heute starb das...
Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Yeah.
haben keinerlei Schäden zu melden. Schadensmeldung geben. Wir haben keinerlei Schäden zu melden. Sie ist vollkommen zerstört. Gleich bist du weg. Gib endlich auf und stirb! Mission abgeschlossen. Sie können landen, Sir. Schnell, schnell. Wir springen jede Minute durch den Jump Point. Fliegen Sie mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter. Admiral, ich weiß nicht, was das soll, aber die Intrepid kommt immer näher. Na gut, Colonel. Ich nehme die Herausforderung an. 180 Grad. Sir, wir sind gleich am Jump Point zur Erde. Haben Sie mich nicht verstanden? Wendung um 180 Grad. Ja, Sir, zu Befehl. Wenn ein verlauster Straßenköter hinter dir her ist, dann ist es am besten, umzudrehen und ihm einen Tritt in die Rippen zu versetzen. Ich glaub's einfach nicht. Er ist direkt vor dem Jump Point und dreht trotzdem um. Achtung, höchste Alarmstufe! Alle Piloten sofort bereit machen! Komm schon, komm schon. Lösen und feuern! Ich ziehe los! Maniac schlägt wieder zu! Voller Schuss, Colonel! Maniac schlägt wieder zu! Geschlossen. Thank you.
zu sehen, Colonel. Aber es ist noch schöner, Sie zu sehen, Captain. Eine fantastische Verbindung, was? Ich habe jetzt nicht genug Zeit, um Ihnen alles zu erklären, aber wenigstens kann ich Ihnen versichern, dass ich noch ein paar Freunde in der Konföderation habe. Ich befinde mich jetzt auf dem Schwesterschiff der Vesuvius. Und zum Glück gibt es an ihr ein paar Schwachstellen. Ich werde Ihrem Kommunikationsoffizier eine Menge Daten senden. Pläne, Freund-Feind-Codes und so weiter. Wie Sie sehen, sind Teile der Schiffsflanke leicht angreifbar, sobald diese Geschütztürme zerstört sind. Mal sehen, ob wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Wir geben unser Bestes, Sir. Und ob. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Player so alles... Anderen Vogel bereit. Ich kann dieses Flashpack fertig machen, wenn Sie wollen. Das wäre das Richtige, um die Vesuvius auszuschalten. Das Dumme ist... Was denn? Ich habe mir die Pläne angesehen, die Captain Eisen geschickt hat. Die Legierung, die für diese Superträger verwendet wird. Ich weiß nicht, ob das Flashpack die zerstören kann. Deshalb wäre es am besten, Sie fliegen in das Innere der Vesuvius und bringen das Flashpack dort an. Ja, ja, bring's an meinen Platz. Da wird's mit Sicherheit funktionieren. Jetzt oder nie. Zu gefährlich. Jetzt oder nie. Na gut. Ich habe keine Wahl.
Machen Sie alles fertig. Okay, schieb das Ding rüber. Sir, da ist eine Übertragung für Sie. Nun, ich muss gestehen, Colonel, Ihre Hartnäckigkeit hat mich schon immer beeindruckt. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie sich nicht mehr länger hinter der St. Helens verstecken können. Sie hat zu viele Treffer einstecken müssen. Sie hätten sich eben nicht so vordrängen sollen. Das war ein Fehler. Sie mögen vielleicht hartnäckig sein. Aber ich bin derjenige, der unbesiegbar ist. Das sollten Sie inzwischen wissen. Sie werden mich nicht daran hindern, als Weltraummarschall vor den Rat zu treten. Es wird langsam Zeit, dass Sie sich um den Colonel kümmern. Mit Vergnügen. Das Herz des Tigers war mir schon immer ein Dorn im Auge. Dieser Mann hätte ein großer Krieger werden können. Und was ist aus ihm geworden? Ein Verräter. Schwere Schäden. Ich wusste, dass das Schiff nicht fertig war, als wir aus dem Dock rauskamen. Das bedeutet, dass wir ihnen nicht mehr viel nützen werden. Wenn wir noch wollen, dass die Vesuvius aufgehalten wird, müssen sie das machen. Ich habe noch eine Überraschung für Admiral Tolvin und sein Schiff. Ich werde ihm dieses nette Flashback mit Vergnügen vorbeibringen, und zwar persönlich. Viel Glück, Colonel. Hoffentlich schaffen sie es auch. Okay, an die Arbeit. Zeig's ihnen. Ich kann's kaum mehr abwarten, mehr über das Flashback zu hören. Seine Argumente. Alle werden glauben, dass die Grenzwelten auf dem Kriegspfad sind.
Ich habe gehört, dass Sie Tolwyns Black-Lens-Truppe näher in Augenschein nehmen konnten. Ja, Sir. Also ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg, diesen Kriegsausbruch noch zu verhindern. Sie müssen sich persönlich zum Rat begeben und den Politikern erzählen, was Sie wissen. Das Problem ist nur, dass Sie hier als Feind betrachtet werden. Zweifellos hat Tolwyn die terranische Verteidigung in Alarmbereitschaft versetzt. Und Sie kennen ja deren gewaltige Waffensysteme. Die haben eine schwierige Aufgabe vor sich, Colonel, aber Sie wissen ja, ich glaube an Sie. Viel Glück. Danke. Sie schaffen es. Ja. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission... Jetzt rechnen wir ab, Colonel. Sie stehen auf der falschen Seite, auf der Seite der Vergangenheit, statt auf der Seite der Zukunft. Das passt ja auch, da Sie nur ein Symbol der Vergangenheit sind. Kämpfen Sie gut, Colonel. Ich freue mich auf die Herausforderung. Die Versammlung ist eröffnet.
Wir wollen heute Admiral Tolwyn für seine unermüdlichen Bemühungen, die Menschheit zu schützen, ehren. Wir wollen ihm gratulieren. Viel Freude in Ihrem neuen Amt als Weltraummarschall. Mein Glückwunsch. Sehr verehrte Mitglieder des Rats, ich möchte Ihnen allen danken für die große Ehre, die Sie mir erwiesen haben. Und ich danke Ihnen, dass ich noch einmal zu Ihnen sprechen darf, bevor Sie mit der Abstimmung beginnen. Wir können die offensichtliche Wahrheit nicht mehr länger ignorieren. Die Grenzweltenunion führt eindeutig Krieg gegen uns und wir tun nichts anderes, als Beschlüsse zu fassen. Wir haben viel zu lange beide Augen zugedrückt. Ich hoffe, Sie gestatten mir, Ihnen ein paar der schrecklichen Terrorakte vor Augen zu führen, die viele unschuldige konföderierte Zivilisten das Leben gekostet haben. Ja, eine formelle Kriegserklärung ist eine entsetzliche Sache. Man sollte erst dazu greifen, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Und ich fürchte, ich muss Ihnen mitteilen, dass es jetzt soweit ist. Wir haben doch nicht jahrelang gegen die Kilrathi gekämpft, um uns in Friedenszeiten von einem Geschwür aushöhlen zu lassen. Und wenn man so ein bösartiges Geschwür feststellt, dann muss man die kranken Stellen herausschneiden. Und deshalb bitte ich Sie, mit einem Ja für die Kriegserklärung zu stimmen. Danke. Nutze den Augenblick. Ja, es gibt ein Geschwür, das operiert werden muss. Ergreift sofort diesen Mann! Aber es ist nicht an den Grenzen zu unserer Galaxie. Es steht direkt vor Ihnen. Welche Überraschung, der Colonel. Das ist der Held, der den Krieg gegen die Kilrathi gewonnen hat. Aber er hat die Konföderation böswillig verraten. Denn jetzt kämpft er auf der Seite der Grenzweltenunion. Ich kämpfe für dasselbe wie immer. Und zwar für Frieden und Ehre. Bitte, Paladin. Hören Sie mir zu. Niemandem darf verwehrt werden, hier das Wort zu ergreifen. Bitte, Colonel Blair. Sprechen Sie. Welchen Preis hat für Sie die Freiheit? Ich bin hierher gekommen, um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit darüber, was an der Grenze der Zivilisation geschehen ist. Bitte, Colonel. Sie beleidigen mich und alle, die hier anwesend sind. Glauben Sie denn wirklich, dass keiner von uns weiß, was geschehen ist? Das Spiel kann ich auch. Ich lasse mich nicht provozieren. Nein, Admiral. Die hier Anwesenden sind nicht unwissend. Vor allem Sie nicht. Vielen Dank. Ich will bloß die Ereignisse im richtigen Licht darstellen. Die Grenzwelten sind Opfer einer großen Verschwörung. Falls sie nicht gestoppt wird, fällt ihr die ganze Menschheit zum Opfer. Bestimmt. Geben Sie mir recht, dass das eine etwas verquere Logik ist. Aber bitte sprechen Sie trotzdem weiter. Spiel mit ihm. Konfrontiere ihn. Wollen Sie leugnen, dass Sie etwas mit den Unruhen an der Grenze zu tun hatten? Nein, ich habe mich bemüht, die Unruhen zu beenden und Recht und Ordnung wiederherzustellen. Ja. Recht und Ordnung. Kontrolle. Wichtig ist, den Status quo zu halten. Nur das zählt für Sie. Die Harmonie zwischen allen Völkern ist da zweitrangig. Harmonie wird erst durch Kontrolle ermöglicht. Er wird sich selbst verraten. Er ist machtgierig. Er wird sich selbst verraten. War es Harmonie? Die mich, ich bin ein konföderierter Pilot, mitschuldig an dem Diebstahl eines Grenzweltenlabors und der Entführung einer Biokonvergenzchemikerin der Grenzwelten machte? Wie Sie eine Operation interpretieren, Colonel, ist irrelevant. Als Soldat haben Sie Befehle auszuführen, ohne sie zu hinterfragen. Ohne Fragen zu stellen. Hat jemand von Ihnen den Admiral zu seiner Blacklands-Truppe befragt? Marshall, Sir, diese Blacklands-Truppe, was hat es damit auf sich?
Es ist eine Elitetruppe, die ich aufgestellt habe, um die Sicherheit der Galaxie zu gewährleisten. Ist diese Einheit auf einer Basis im Axios-System stationiert? Es ist meine Pflicht, Truppen da zu stationieren, wo sie wahrscheinlich gebraucht werden. Der Blacklands-Truppe wurde eine ungewöhnliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Effektive Soldaten brauchen auch effektive Werkzeuge. Wie Raumjäger ohne Abzeichen? Wie Biowaffen? Bezeichnen Sie die Genselektion Biowaffe als ein effektives Werkzeug, Admiral? Diese Versammlung hätte niemals die Verwendung einer neu entwickelten und unerprobten Biowaffe genehmigt. Nun, wie bei jeder experimentellen Neuentwicklung, hätte ich Ihnen die Forschungsdaten nach Fertigstellung der Waffe vorgelegt. Die Bewohner von Telamon dienten wohl als Versuchskaninchen. Die wenigen Überlebenden erzählten von einer Waffe, die selektiv jeden tötet, der körperlich oder mental von einer Norm abweicht, die von jemand anderem festgelegt wurde. Die Umstände der Tragödie von Telamon werden noch untersucht. Dabei wird sich mit Sicherheit herausstellen, dass die Grenzwelten dahinter stecken. Ja. Das All ist voller Verbrecher. Habe ich nicht recht, Admiral? Das kommt mir auch so vor. Und Hunderttausende von unschuldigen Menschen mussten sterben, damit diese Verbrecher gejagt werden konnten. Erzähl ihnen mehr. Greife Tolwyn an. Erzähl ihnen mehr. Admiral, glauben Sie, dass die Starken immer überleben? Ich bin davon überzeugt, mit jeder Faser meines Herzens. Ist deshalb der Anführer der Blacklands Elite-Truppe ein Produkt Ihres genetischen Optimierungsprogramms? Dieses Programm wurde schon vor vielen Jahren beendet. Der Mann ist ein besserer Krieger, als Sie es jemals waren, Colonel. Er ist eine Kampfmaschine ohne Gefühle. Er ist tot. Er ist ein Symbol für all das, was wir in Zukunft erreichen werden. Was hat denn die Konföderation erreicht, Admiral Tolwyn? Die Tötung vieler Menschen durch ihre Blacklands-Truppe? Die Millionen, die noch sterben werden, wenn der Rat für den Krieg stimmt? Weltraummarschall Tolwyn glaubt, dass der Sieg der Menschheit über die Kilrathi ein Zufall war. Dass wir als Rasse nicht gut genug für diese Welt sind. Man muss uns verbessern. Und wenn ein paar Milliarden draufgehen, was soll's? Die waren sowieso nichts wert. Wieso können wir nicht mehr wie die Kilrathi sein? Kriegslüstern und nur von einem einzigen Gedanken besessen. Dem Tod. Sagen Sie es uns, Admiral. Ist das der Preis der Freiheit? Die Menschheit hat im Krieg gegen die Kilrathi ihren Höhepunkt erreicht. Doch jetzt geht unsere Gesellschaft kaputt und wir haben keine Ziele mehr, keine Ideale. Wir sind selbstherrlich und träge geworden. Wer wird uns schützen vor der nächsten Rasse, die uns versklaven will? Keiner weiß, woher die nächste Bedrohung kommt und wann. Keiner. Wir müssen deshalb vorbereitet sein. Fortschritt ist nur das Ergebnis von Konflikten. Kämpfe härten uns ab. Konflikte vergrößern unsere Fähigkeit zu überleben. Die Kilrathi wissen das. Sie existieren seit Millionen von Jahren und das werden wir auch, wenn wir weiterkämpfen. Aber wir müssen die Tötungsmethoden, die wir haben, verbessern und wir... Was? Jetzt haben wir genug gehört. Die Versammlung soll abstimmen. Welten.
die Verhandlung für eröffnet. Dieser Mann ist ein Kriegsaufhetzer! Kriegsaufhetzer! Ihr wart der Verursacher! Er allein ist daran schuld! Es ist Ihre Schuld! Der unmenschliche Admiral Torwin! Dieses Tribunal hat sich schwerer Verbrechen gegen die Menschheit für schuldig befunden. Die Berufung, die Raummarschall Torwin eingelegt hatte, wurde heute zurückgewiesen. Torwins Hinrichtung wird... Hier sind Sie nur ein kleiner Fluglehrer. Sie sind weder General noch Senator. Sie hätten alles haben können. Die Fliegerei bedeutet mir alles. Und die habe ich nicht aufgeben müssen. Ich beneide Sie. Hätte ich nur den gleichen Weg eingeschlagen wie Sie. Wie läuft's mit der Farm? Ich bin kein Farmer. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Sperrt eure schmutzigen Ohren auf und konzentriert euch endlich. Ich habe mal etwas sehr Weises von Maniac gehört. Was war das? Sie sagten, man ist entweder ein Wurm oder ein Adler. Das habe ich gesagt? Ja. Hey, Colonel! Hier sind noch ein paar blutige Anfänger für Sie. Ich bin nicht zu sprechen. Ich werde jetzt erstmal einige Runden fliegen. Für mich war es ganz klar, dass dies hier die beste Schule ist. Ja, für mich auch. Vorhin guten Flug. Knapp an einem anderen Senator, was Sie mit meinem Satz meinte. Halten Sie Ihren Mund. Ich rede für nicht nur dich, sondern auch die anderen.